Und natürlich gab es auch entsprechend Razzien in Berlin. Die DMG selber ist in Niedersachsen. Aber sie haben unter anderem bei mir eine Razzia erneut durchgeführt. Immer wieder ein neuer Grund, der lässt sich schnell finden. Als ich gefragt habe, warum man mich morgens um 6 Uhr weckt, sagte man mir, ja, es kann sein, jetzt kommt diese Hätte-Hätte-Fahrradkette-Theorie, es kann sein, dass Sie ein inoffizielles Mitglied bei der DMG sind und es kann sein, dass die DMG bei Ihnen zu Hause Vermögen gehortet hat und es kann sein und es kann sein. Es kann auch sein, dass ich bald Bundeskanzler werde. Es kann auch sein, dass man mich zum schönsten Mann der Welt erkürt. Es kann alles sein. Nur ist es so. Das ist die Frage, die man sich hier stellen muss. Und falls es Leute gibt, die fragen, warum wir in den letzten 10 Tagen nichts machen konnten, man hat uns unsere ganzen Geräte mitgenommen, zwei Telefone, Laptop, Tablet und alles, was dazu gehört. Und deswegen war es auch nicht möglich, in den letzten Tagen auch etwas zu tun. Wir sind jetzt hier gerade dabei, ganz langsam wieder einiges aufzubauen, was natürlich unter erschwerten Bedingungen passiert. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, er ist unser Helfer. Wir wollen nur darauf aufmerksam machen, diese Razzien dienen nur dazu, dass man uns einschüchtert. Warum nimmt man uns nicht mit? Warum schmeißt man uns nicht ins Gefängnis? Warum wird immer eine Razzia durchgeführt und dann heißt es, okay, wir schauen mal, was die nächsten Jahre bringen. Vielleicht treten Sie in den nächsten Jahren eine Ameise auf den Kopf, dann können wir Sie wieder besuchen. Jeder sollte wissen, warum diese Razzien bei uns durchgeführt werden, damit man uns von der Dawa abhält. Das ist ganz klar. Das ist eine ganz klare Botschaft. Die kann aber nicht öffentlich gesagt werden. Und ich sage allen, die sich darüber freuen, dass bei uns die Razzien stattfinden, Alhamdulillah, es gibt einen wunderschönen Tag, Yawmul Qiyamah. Ich freue mich, besonders an diesen Tagen meine Rechte zu bekommen. Und jeder sollte wissen, liebe Geschwister, dieses Unrecht ist Unrecht. Manche der Polizisten hatten sich bei mir entschuldigt gehabt. Weil sie selber wissen, weil sie selber ahnen und merken, in welche Richtung das geht. Manche waren ja schon öfter auch bei mir persönlich von diesen Polizisten. Und insofern wissen diese Leute, worum es geht. Und sie kennen mich auch, scheint persönlich. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah ist unser Beschützer. Und Subhanallah, diejenigen, die gegen den Islam Tag ein Tag aussetzen, werden Islamkritiker von den Medien genannt. Ihr seht auch zum Beispiel dieser Stürzenberger oder dieser Herr Fanpeci oder wie er heißt. Diese werden Islamkritiker genannt. Ist das Kritik, was sie machen? Oder ist das nicht deutliche Hetzerei gegen den Islam? Ist das nicht Schmähung der Religion, Beleidigung einer ganzen Religionsgemeinschaft? Das wird einfach mal Islamkritik genannt. Aber jetzt schaut auf der anderen Seite, liebe Geschwister, wenn Leute den Islam verteidigen, sagen, nein, das ist unsere Religion und das stimmt nicht, was diese Hetzer sagen, dann, subhanallah, werden diese beobachtet. Ja, also wir sehen, bestimmte Leute dürfen hier seit über Jahrzehnten Kundgebungen machen und auf der Straße stehen und gegen den Islam hetzen, ohne dass großartig etwas passiert. Ohne dass großartig etwas passiert. Diese kleinen Verurteilungen, die sind nicht der Rede wert. Trotzdem gehen sie weiter und sie hetzen gegen den Islam. Fragt euch mal, könnten die Muslime genau dasselbe machen wie diese Leute? Antwort nein, mit Sicherheit nein. Sie durften ja nicht mal den Koran auf der Straße verteilen, wie ihr wisst. Diesbezüglich gab es auch einige Vereine, die geschlossen wurden. Und hier haben wir jetzt eine Angelegenheit, dass Leute, die gegen den Islam hetzen, die ein Grund und eine Ursache dafür sind, dass Muslime attackiert werden auf der Straße, wie Stürzenberger und Co., diese Leute werden beschützt. Vom Staat beschützt. Diejenigen, die hetzen gegen den Islam, die Ansprechpartner der Regierung sind, bezüglich des Islams, diese werden beschützt. Warum? Weil sie gar nichts mit dem Islam zu tun haben. Aber diejenigen, die den Islam verteidigen, sie werden beobachtet. Wie kann das sein, dass so etwas Ungerechtes stattfindet, dass derjenige, der gegen den Islam hetzt, beschützt wird vom Staat und das mit 100.000 Euro von Steuergeldern? Und ihr wisst, liebe Geschwister, diese ganzen Leute von Ahmad Mansur über Seran Ateç, über Abdus Samad, diese werden geschützt vom Staat. 100.000 Euro von Steuergeldern gehen darauf. Aber wir werden beobachtet. Warum werden wir beobachtet? Weil gegen den Islam zu hetzen ist akzeptabel und den Islam zu verteidigen ist hier ein Verbrechen geworden.